So setzen Sie das Samsung Galaxy A21s auf zwei einfache Arten zurück. Hallo, meine lieben Freunde, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind in bester Verfassung. Heute habe ich ein wichtiges Video mit Ihnen, in dem Sie das Samsung Galaxy A21s auf zwei einfache Arten zurücksetzen können. Ich hoffe, es gefällt euch. Aber bevor ihr es euch anseht, abonniert den Kanal, damit ich euch alles Neue präsentieren kann. Und jetzt lasst uns das Video verfolgen. Was ist ein Zurücksetzen? Zurücksetzen ist eine Option, um alle auf Ihrem Telefon gespeicherten Daten wie installierte Apps, Fotos, Videos und Musik zu löschen und Ihr Telefon in einen neuen Zustand zu versetzen. Zum Beispiel, wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal eingeschaltet haben. Sie können später alle Daten aus Ihrem Google-Konto wiederherstellen. Diese Option setzt alle Ihre Telefoneinstellungen auf die gleichen wie die Standardeinstellungen und löscht zusätzlich Ihre Telefondaten vollständig, wodurch Ihr Telefon vollständig sauber wird. Vorteile des Zurücksetzens des Samsung Galaxy A21s. Durch das Zurücksetzen Ihres Telefons werden alle Junk-Dateien von Ihrem Telefon gelöscht und Ihr Telefon wird vollständig bereinigt, sodass es nicht abstürzt und einwandfrei funktioniert. Und heute kommen viele Pop-up-Anzeigen. Wenn Sie Ihr Telefon zurücksetzen, werden die Pop-up-Anzeigen nicht mehr angezeigt. Mit dieser Methode wird Ihr Telefon vollständig gereinigt. Mit dieser Option befindet sich Ihr Telefon in einem neuwertigen Zustand. Nachdem Sie diese Methode verwendet haben, werden alle Ihre Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Nachteile von Soft Reset Samsung Galaxy A21s. Wenn Sie Ihr Telefon zurücksetzen, gehen alle Ihre Daten, Kontakte, Fotos, Videos und installierte Apps verloren. Bevor Sie Ihr Telefon zurücksetzen, sollten Sie Ihr Telefon sichern, damit Sie später alle Ihre Daten wiederherstellen können. Das Zurücksetzen erfordert mindestens 50% Akkuladung. Also laden Sie Ihr Gerät vollständig auf. Wenn nicht, bleiben Sie zwischen diesem Reset-Vorgang stecken. Stellen Sie sicher, dass Sie ein vollständiges Backup Ihres Android-Telefons erstellen. Unterschied zwischen Hard Reset und Werksreset? Wenn Sie den Unterschied zwischen Werksreset und Soft Reset wissen möchten, lesen Sie unbedingt den folgenden Abschnitt. Um vollständige Informationen zu erhalten und Verwirrung zu vermeiden. Schwer zu rekonstruieren. Hard Reset bedeutet, das Telefon vollständig zu reinigen, den mit der Hardware verbundenen Speicher zu löschen und auf die neueste Hardware-Version zu aktualisieren. Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen startet die CPU bzw. der Prozessor die Applikation neu. Um einen Hard Reset eines Telefons durchzuführen, müssen Sie die physische Taste dieses Telefons verwenden, mit der Sie ganz einfach einen Hard Reset durchführen können. Werkseinstellungen. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird häufig verwendet, um Daten vollständig von einem Gerät zu entfernen. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ermöglicht es dem Gerät, auf neue Weise zu funktionieren, und auch, um das gesamte System des Geräts zu löschen. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird nach einer Systemaktualisierung durchgeführt. Um Fehler oder Ausfälle zu beseitigen, dies kann durch veraltete Software in der neu aktualisierten Version verursacht werden. Um ein Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, müssen Sie zuerst zu den Telefoneinstellungen und dann zur Option zum Sichern und Zurücksetzen gehen, damit Sie Ihr Telefon einfach zurücksetzen können. So sichern Sie Ihr Android-Telefon. Mit den Standardfunktionen in Ihrem Telefon können Sie Ihr Telefon sichern. Die Einstellung, von der ich Ihnen jetzt erzählen werde, ist Standard Android.
Lassen Sie uns herausfinden, wie man Android-Telefone sichert. Zunächst müssen Sie zu Ihren Telefoneinstellungen gehen. Gehen Sie nun zum System. Dann erhalten Sie die Backup-Option. Sie müssen darauf klicken. Jetzt erhalten Sie die Option zum Sichern auf Google Drive. Sie müssen es aktivieren. Dies sind alle Ihre App-Datensicherungen, Anruflisten, Geräteeinstellungen und SMS-Nachrichten. Jetzt sprechen wir über die Kontaktsicherung. Sie müssen erneut zu den Einstellungen gehen, um die Kontakte zu sichern. Danach müssen Sie zur Option Konten gehen. Und klicken Sie auf das Google-Konto, das auf Ihrem Telefon angemeldet ist. Aktivieren Sie dann die Option Verbinden und Synchronisieren. Sie können Google Fotos verwenden, um Ihre Fotos zu sichern. Wir haben eine ausführliche Anleitung zum vollständigen Android-Backup mit großartigen Details, die Ihnen helfen. Also müssen Sie diese Anleitung lesen. Ich werde Ihnen auch zwei Möglichkeiten zum Zurücksetzen des Smartphones erläutern. Die erste Methode im Wiederherstellungsmodus und die zweite Methode im Einstellungsmenü. Erzählen Sie uns also jetzt von Hard Reset und Hard Reset. Wenn Sie also diese Methode kennenlernen möchten, müssen Sie diesen Beitrag bis zum Ende lesen. Damit Sie Ihr Telefon erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurücksetzen können. Samsung Galaxy A21s Kurzspezifikationen. Das Display ist ein kapazitiver 6,5 Zoll Super AMOLED Touchscreen. Die Pixelauflösung beträgt 720x1600. Farbe Schwarz, Blau, Weiß und Rot. Exynos 850 Prozessor. Octa-Core Prozessor mit einer Geschwindigkeit von 2,0 GHz. Speichervarianten 3 GB plus 32 GB. 4 GB plus 64 GB. 6 GB plus 64 GB. Quad-Rückfahrkamera 48 MP plus 8 MP plus 2 MP plus 2 MP. Einzelne Frontkamera 13 MP. 5000 mAh LiPo-Akku. 15W Schnellladung. Betriebssystem Android 10, One UI 2.0. Fingerabdrucksensoren, hinten, Beschleunigungssensor und Näherungssensor. Samsung Galaxy A21s Hard zurücksetzen. Methode 1. Soft Reset des Samsung Galaxy A21s über das Einstellungsmenü. Der einfachste Weg, das Samsung Galaxy A21s zurückzusetzen, ist über das Einstellungsmenü. Wenn Sie auf den Inhalt des Telefons zugreifen können, können Sie es über das Menü Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Ihres Geräts auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Um diesen Vorgang durchzuführen, müssen Sie alle folgenden Schritte ausführen. Damit Sie Ihr Telefon einfach über das Einstellungsmenü zurücksetzen können. Öffnen Sie zunächst das Einstellungsmenü. Drücken Sie dann auf das Menü Allgemeine Verwaltung. Nachdem Sie die entsprechenden Optionen in der Liste ausgewählt haben, tippen Sie auf Zurücksetzen. Tippen Sie nun auf Werksdaten zurücksetzen. Sie erhalten die Option zum erneuten Zurücksetzen, Sie müssen darauf klicken. Danach sollten Sie die Bildschirmsperre überprüfen. Klicken Sie dann auf Alle löschen. Das war's, Sie haben Ihr Samsung Galaxy A21s Smartphone erfolgreich zurückgesetzt. Nachdem der Vorgang zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät automatisch neu gestartet und der erste Steckplatz kann etwas länger als normal sein. Wenn Sie zum Einrichtungsbildschirm gelangen, können Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und den Einrichtungsvorgang überspringen. Die zweite Möglichkeit, das Samsung Galaxy A21s zurückzusetzen, ist der Wiederherstellungsmodus.
Wenn Sie nicht auf die Inhalte Ihres Telefons zugreifen können und die Mustersperre oder Bildschirmsperre vergessen haben, können Sie Ihr Telefon über die physische Taste zurücksetzen und Ihr Telefon im Wiederherstellungsmodus entsperren. Um diesen Vorgang durchzuführen, müssen Sie alle unten angegebenen Schritte ausführen. Damit Sie Ihr Telefon einfach über den Wiederherstellungsmodus zurücksetzen können, schalten Sie zuerst das Gerät aus und warten Sie einige Sekunden. Halten Sie dann gleichzeitig die Tasten lauter plus ein, ausgedrückt, bis der Bildschirm für den Wiederherstellungsmodus angezeigt wird. Lassen Sie alle Tasten los, wenn der Bildschirm für den Wiederherstellungsmodus angezeigt wird. Samsung M30 SH zurücksetzen. Navigieren Sie über die Leiser-Taste zur Option Wipe Data, Factory Reset und klicken Sie auf die Power-Taste, um sie zu akzeptieren. Jetzt ja, löschen Sie alle Benutzerdaten. Indem Sie die Lautstärke verringern und die Bestätigungstaste mit der Ein-Aus-Taste drücken. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, gehen Sie zu Reboot-System Now und bestätigen Sie durch Drücken der Power-Taste. Sie haben Ihr Samsung Galaxy A21s Smartphone jetzt erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn Sie nach einer Anleitung zum Zurücksetzen des Samsung Galaxy A51 suchen, lesen Sie unbedingt auch diesen Artikel. Nachdem der Vorgang zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist, wird Ihr Samsung Galaxy A21s automatisch neu gestartet und das erste Loch kann etwas länger als normal dauern. Wenn Sie zum Einrichtungsbildschirm gelangen, können Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und den Einrichtungsvorgang überspringen. Am Ende des Videos bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass Sie die Probleme gelöst haben und sehen uns in einem neuen Video.